Die fortschrittlichsten Chips, die je für einen Computer gebaut wurden. Das behauptet zumindest Apple von seinen neuen M3-Chips. Aber was bedeutet das wirklich? Und wann stoßen diese Chips an ihr Limit? Das versuche ich heute in diesem Video herauszufinden. Dafür habe ich hier meinen MacBook Pro mit dem M3 Pro-Chip, also dem mittleren Chip aus dem aktuellen Lineup. In meinem Fall gepaart mit 36 GB RAM. Sagen wir mal ehrlich, beim Surfen im Internet oder Netflix schauen wird dieser Laptop nicht aus der Puste kommen. Das war auch schon für die Vorgänger kein Problem. Aber wie sieht das aus bei der Videobearbeitung? Lasst mal schauen, ob ich mit Final Cut Pro meinen Laptop ans Limit bringen kann. Ja, ich weiß. Premiere und DaVinci-Fans, bitte kein Hate, okay? Los geht's. Ich filme das Ganze hier noch mit der zweiten Kamera. Sorry, dass das hier so ein bisschen spiegelt bei dieser Aufnahme. Aber ich möchte natürlich keinen Screen-Record laufen lassen, weil das würde jetzt das ganze Ergebnis vielleicht noch ein bisschen verfälschen. Und ich möchte halt einfach nur wirklich Final Cut laufen lassen und zeigen, okay, wann kommen wir da an die Grenze? Und wenn ich jetzt noch einen Screen-Record anhätte, ich glaube, das wird ein bisschen zu viel Leistung schlucken. Also, sorry für die Spiegelung hier in diesem Video. Ich habe hier ein neues Projekt aufgemacht, ein 8K-Projekt. Aber wir fangen erstmal mit 4K an, weil ich glaube, das ist so das gängigste Material, was die Leute meistens heute nutzen. Aber natürlich ist auch die Frage, was ist in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn ich den Laptop so lange behalte, vielleicht ist dann 8K der neue Standard. Ja, und dann muss man natürlich schauen, okay, kann dieser Laptop das auch noch verarbeiten oder ist da schon schnell die Grenze erreicht. Aber ja, wir starten erstmal klein und bauen darauf auf. Also zuallererst ziehe ich hier erstmal ein 4K-Video rein. Also mein letztes YouTube-Video, da habe ich den neuen MacBook 14 Zoll mit meinem alten MacBook Pro 13 Zoll verglichen. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich werde es euch hier verlinken und natürlich in der Videobeschreibung. Und wie wir sehen, ist ein 4K-Video kein Problem für den Laptop. Es läuft ruckelfrei und wenn wir hier zoomen, dann wird auch direkt hier die Audiospur angepasst. Das Problem hatte ich mal bei meinem Vorgänger-Laptop, bei dem MacBook Pro 13 Zoll. Dann hat es manchmal gedauert, bis die Audiospur richtig angezeigt wird und das war echt sehr nervig, weil manchmal wartet man dann halt, bis dann ganz aufgebaut wird, bevor man halt weiterschneiden kann und so. Hier ist das alles kein Problem. Ein 4K-Video. Alles easy. So, jetzt habe ich das Video vervierfacht, ja, also jetzt haben wir hier viermal ein 4K-Video laufen und die Wiedergabe ist immer noch ruckelfrei. Und wenn wir hier mal wieder ranzoomen und rauszoomen aus der Timeline hier, alles kein Problem. Also 4K-Videos übereinander sozusagen ist hier gar kein Problem. Da lacht der MacBook Pro noch, da kommt er noch gar nicht ins Schwitzen. Also Lüfter ist auch noch aus, ich höre hier gar nichts. Also das läuft doch alles mega. Also wird es Zeit, jetzt hier mal einen Gang hochzuschalten. Und ich habe jetzt hier 8K-Material. Das habe ich aus dem Internet mir runtergeladen. Aber es ist wirklich echtes 8K-Material. Also sehr große Dateien. Und ja, wenn wir jetzt hier eine Spur haben, ein Video haben, dann ist das erstmal hier alles kein Problem bei der Wiedergabe. Auch zwei 8K-Videos übereinander auch noch gar kein Problem. Jetzt haben wir hier 4 8K-Videos übereinander und auch hier läuft die Wiedergabe immer noch sehr flüssig. Wir sehen hier oben, dass er hier dabei ist, das Material live zu rendern. Und da sieht man hier in den Punkten, die jetzt hier so langsam verschwinden. Also das läuft wirklich schnell. Hier sehe ich noch keine Probleme. Man könnte das Live-Rendern ja auch ausschalten, ja, und erst machen, wenn man das Video dann exportiert. Aber ich habe das hier angelassen. Ist natürlich ein bisschen schöner, wenn er gleichzeitig rendert, dann sieht das Bild immer ein bisschen besser aus und ja, die Wiedergabe stockt hier noch kein bisschen oder so. Alle Frames werden gezeigt, alles top. Ich dachte, hier würden wir vielleicht schon ans Limit kommen. Ja, 4 8K-Videos übereinander. Aber das heißt, wir müssen hier nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen, damit wir das auch schaffen, den Rechner hier ans Limit zu bringen. Jetzt habe ich hier die Videos verdoppelt. Das heißt, wir haben hier jetzt 8 8K-Videos übereinander. Und wir geben sie mal wieder. Und hier kommen wir ans Limit. Also hier werden jetzt gerade Frames übersprungen, solange Final Cut das hier noch nicht gerendert hat. Und wir sehen jetzt hier an dem Prozess, es dauert ein kleines bisschen, ja. Ich meine, das sind jetzt noch nicht super lange Videos, das sind hier 10 Sekunden Videos jeweils. Es dauert ein bisschen, aber wenn er nicht gerendert hat, dann kommen wir hier ins Stocken und es werden hier Frames nicht angezeigt, obwohl die Spur weiterläuft. Hier sind wir auf jeden Fall am Limit des MacBook Pros mit dem M3 Pro Chip angekommen. Ist natürlich die Frage, in welcher Situation braucht man 8K-Videospuren
übereinander, aber trotzdem eine super mega Leistung, wie ich finde, gerade wenn man halt auch ja, live rendert, das könnte man ja ausschalten, wie gesagt. Ich denke mal für meine Einsatzzwecke, also 4K und vielleicht mal 2-3 Spuren übereinander oder so, reicht das vollkommen aus. Und ich weiß noch ganz genau, mein alter 13 Zoll MacBook Pro mit dem damals M1 Chip, ja mit dem Standard M1 Chip, der kam da schon viel schneller an seine Grenzen, also der hatte schon Probleme mit, ja wenn man so irgendwie so 2 4K Videos übereinander hatte oder einen Effekt drauf oder sowas, also da ging das viel schneller. Also der M3 Pro Chip hat hier auf jeden Fall deutlich mehr Leistung und die 36 GB RAM nicht zu vergessen, die spielen natürlich auch eine große Rolle. Also ich würde sagen, auf jeden Fall eine stabile Leistung von M3 Pro. Wie seht ihr das? Hättet ihr erwartet, dass der M3 Pro Chip so leistungsfähig ist oder hättet ihr gedacht, dass er schneller an seine Grenzen kommt? Und natürlich ganz wichtig, wie viele 8K Spuren braucht ihr so in eurem Videobearbeitungsprogramm? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen.